subscribe. Hey Freunde, wollen wir vielleicht ein bisschen so Ball spielen? Olivia, das ist eine gute Idee. Ich will mitspielen. Schieß zu mir und jetzt zu mir. Komm schon, schieß mir den blauen Ball zu. Das macht so Spaß, ich bin dran. Enid, schieß mir den blauen Ball zu, ich bin jetzt dran. Das macht so Spaß. Los, spielen wir weiter. Wo ist er? Wo ist mein William? Er ist so schnell verschwunden. Wo ist er nur? Ach, ich finde ihn nicht. Schau mal, dort hinten sitzt William. Schaut er nicht gut aus? Ja, Irene. Oh, William, den will ich mal heiraten. Tch, als ob William jemals solche Vogelscheuchen wie euch heiraten würde. Irene und Taylor, ihr seid so eingebildet und jetzt verschwindet von hier. Willst du noch etwas? Los! Oder wollt ihr etwa mehr haben? Sie hat mich gehauen. Au! Du bist so eine Mobberin, Yvonne. Niemand außer mir darf Interesse an William haben. Wo ist William? Ah, oh, da ist er ja. Er schaut so gut aus. Jetzt werde ich mich ein bisschen an ihm ranschmeißen. Hi, William. Oh, hallo. Wie ist der Name nochmal? Ingrid? Mein Name ist Yvonne. Ich meine natürlich, gar kein Problem. Du, William, ich wollte dir sagen, ich mag dich. Was? Du magst mich? Ich meine, sorry Ingrid, aber ich mag schon jemand anderen. Aber danke, dass du mir es gesagt hast. Das war sehr nett von dir. Was? Du magst jemand anderen? Wen? Das sage ich nicht, aber ich mag schon jemand anderen. Es tut mir leid. Na gut, dann halt nicht. Oh, dieses Wiesel, wen mag er wohl? Komm schon, zu Olivia. Dort noch. Wow, das war ein toller Wurf, Olivia. Darf ich vielleicht eine Runde mit euch mitspielen? Bitte. Warte, mag er etwa Olivia? Nein, das kann nicht sein. Oh, diese Olivia. Boah. Nein, sorry, William. Du kannst keine Runde mit uns mitspielen. Hä, Olivia? Wieso nicht? Hey, das wäre sonst gemein. Ja klar, William, kannst du mitspielen. Oh, danke, Wednesday. Das ist echt nett von dir. Oh, er kennt meinen Namen. Er schaut so gut aus. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust, mit ihm zu spielen. Komm, Olivia, schieß mir mal den Ball zu. Komm schon, mach. Ja, okay, hier. Pass auf, Enid. Den schieße ich jetzt zu dir. Das war ein toller Wurf, William. Irene, jetzt zu dir. William, du bist wieder dran. Oh. Pass auf, Olivia, jetzt kommt ein starker Wurf. Wow, der war jetzt sehr stark. Der ist mir wohl aus der Hand gerutscht. Kein Problem, ich hol den Ball. Unsere Hände haben sich berührt. Entschuldigung, Olivia, das war keine Absicht, wirklich. Oh mein Gott, Olivia, du hast Williams Hände gehalten. Ich bin so neidisch auf dich. Oh, William, warum bist du denn ganz rot im Gesicht? Oh, das war natürlich vom Sport, ich bin richtig aus der Puste. Und du, Olivia, warum bist du so rot auf einmal im Gesicht? Ach, natürlich vor Wut. Oh, William nervt mich einfach. Hättest du uns nicht alleine spielen lassen können? Also echt, psst, ich glaube, sie mag William. Ja, und William, glaube ich, mag sie auch. Oh Mann, dieser William. Warum schlägt mein Herz so stark? Ich bin ganz aufgeregt und nervös, seitdem er mich berührt hat. Oh, das ist wahrscheinlich nur, weil er mich so nervt. Oh, dieser William. Sodala, die Schule ist zu Ende. Jetzt bin ich wieder am Putzen. Ah, das muss Olivia sein, meine Putzfrau. Na hallo, Olivia. Komm rein. Guten Tag, Madame. Wie geht es Ihnen heute? Ich hoffe, alles ist gut. Danke dir, Schätzchen. Alles ist super. Oh, bevor ich es vergesse, ich wollte noch unsere Hausschlüssel geben. Es kann nämlich sein, dass ich die Tage ab und zu nicht zu Hause bin und dann kommst du trotzdem rein zum Putzen, okay? Oh, natürlich. Vielen Dank. Komm schon. Du musst heute nämlich das Zimmer von meinem Enkelsohn sauber machen. Es ist voll staubig. Von ihrem Enkelsohn? Ich habe alles mitgenommen, was man zum Staubwischen braucht. Sein Zimmer wurde schon ewig nicht mehr staubgewischt. Das wäre toll, wenn du das machen könntest. Ach, natürlich, darum bin ich ja hier. Sehr gut, ich warte wieder im Wohnzimmer. Ich werde ein bisschen Tee trinken. Oh, dieses Zimmer ist so groß und der hatte die neuen Apple-Produkte. Oh, ich wünschte, ich wäre auch reich. Jetzt tun wir schnell überall Staubwischen. Mann, wie es wohl ist, so reich zu sein. Oh, ups, ich glaube, ich habe etwas aus dem Boden geworfen. Was ist das, ein Bild? Warte, ist das William? Ist das seine Oma? Schnell zurücklegen, aber wieso muss ich genau in dem Haus, wo William lebt, sauber machen? Diese Olivia, ihre Hand, sie war schon weich. Hallo Omi, ich bin wieder zu Hause. Oh William, mein Schatz, was bist du denn so früh wieder zu Hause? Oh, ich glaube, das ist William. Er ist wieder zu Hause. Was soll ich nur tun? Oh nein! William, hast du Hunger? Soll ich uns schnell was zu essen machen? Oh nein, danke, Omi. Ich bin nur kurz gekommen. Ich muss nämlich mein Geld holen und ich muss etwas kaufen gehen. Ah, okay. Ja, deine Geldtasche ist im Schlafzimmer. Aber pass bitte auf, dort ist die Putzfrau. Wir haben eine Putzfrau? Seit wann? Ach, schon seit ein paar Tagen. Sie ist gerade in deinem Zimmer und tut Staubwischen. Ah, okay. Ja, ich werde sie schon nicht stören. Ich hole nur meine Geldtasche. Keine Sorge. Warte mal, wo ist denn die Putzfrau? Hat sie nicht gesagt, sie tut ihm ein Zimmer staubwischen? Hä? Das verstehe ich nicht.
Und ihre Sachen sind noch hier. Komisch. Oh, wahrscheinlich putzt sie genau jetzt das Badezimmer. Naja, ich gehe noch schnell meine Geldtasche holen. Und dann gehe ich für Olivia ein kleines Geschenk kaufen. Ich hoffe, es wird ihr gefallen. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Oh, na, das war knapp. Fast hätte er mich gesehen. Wieso muss ich genau bei seiner Wohnung sauber machen? Er würde sicher in der Schule überall herum erzählen, dass ich eine Putzfrau bin. Aber ohne diesen Job kann ich mir die Studiengebühr nicht leisten. Ich muss schnell sauber machen und von hier verschwinden. Nicht, dass ich ihn hier nochmal treffen werde. Oh, ich bin fix und fertig. Ich bin fertig mit dem Saubermachen. Sein Zimmer ist staubfrei. Wow, Olivia, du bist aber ganz schön schnell. Hier, heute bekommst du ein bisschen extra Geld. Weil du so eine gute Arbeit gemacht hast. Oh, das ist doch nicht nötig, aber vielen Dank. Das ist gar kein Problem. Also sehen wir uns morgen. Ja, bis morgen. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Hä, wieso ist sie denn so schnell davongelaufen? Ich habe gestern das perfekte Geschenk für Olivia gefunden. Ich bin so neugierig auf ihre Reaktion. Oh, Olivia, ich habe ein Geschenk für dich. Keine Sorge, das ist nur eine kleine Aufmerksamkeit, weil wir nebeneinander sitzen. Hier, nimm, das ist für dich. Er hat ein Geschenk für Olivia? Was ist so besonders an ihr? Du hast wirklich ein Geschenk für mich gekauft? Wieso das denn, William? Was ist der Anlass dafür? Ach, gar nichts. Das soll einfach ein Friedensangebot sein. Wieso habe ich das Gefühl, dass das kein Friedensangebot ist? Natürlich deine Lieblingstorte, Erdbeertorte. Erdbeertorte für meinen Tortenkopf. Boah, ich habe ja gewusst, dass das kein Friedensangebot ist. Boah, William. Hey, du musst schon sagen, das war ein guter Witz. Er hat ihr ein Dessert gekauft? Was ist so besonders an ihr? Wieso will er zu ihr? Ich weiß gar nicht, warum ich geglaubt habe, dass das wirklich ein Friedensangebot ist. Hier, du kannst deine doofe Torte wiederhaben. Und das wird ein Nachspiel geben, das zahle ich dir heim. Ach so, das willst du mir heimzahlen? Wie willst du das denn machen, Olivia? Hä? Tja. Oh, ich weiß genau, wie ich es ihm heimzahlen werde. Oh, dieser William, der wird in seinem Bett eine kleine Überraschung finden. Ich habe den ganzen Tag Spinnen gesammelt draußen und jetzt werde ich sie hier auf seinem Bett geben. Und wenn er schlafen geht und sich zudecken will, werden sie von unten raufkommen und ihn erschrecken. Und er wird sicher schreien wie so ein 5-jähriger kleiner Junge. Also hier wohnt William. Wow, ich werde ihm hier ein Geschenk hinterlassen. Oh nein, ich höre Schritte. Niemand darf mich sehen. Das wird so witzig. Ich hoffe, William wird sein kleines Geschenk gefallen. Das ist das Dankeschön für die Torte. War das Olivia? Wieso hatte sie seine Schlüssel? Wieso kommt sie aus seinem Haus? Sind die zwei etwa zusammen? Nein, das kann ich nicht glauben, oder? Ein paar Stunden später am Abend. Olivias Prank ist so gut gelaufen. Ihre Reaktion war perfekt. Wenn ich nur dran denke, muss ich lachen. Nanu, William, warum bist du denn so gut drauf? Ich habe dich lange nicht mehr so happy gesehen. Kein besonderer Anlass, Oma. Ich bin einfach nur happy. Na gut, wenn das so ist, dann... Oma, ich bin schon sehr müde. Ich glaube, ich werde mich gleich hinlegen. Na, wenn das so ist, wünsche ich dir eine gute Nacht, mein Süßer. Dir auch, Omilein. Vielleicht war der Streich doch etwas zu gemein, aber er war so lustig. So, jetzt habe ich mein Pyjama angezogen und nichts wie ab ins Bett. Was ist das? Oh, da sind Spinnen. Mein ganzes Bett ist voller Spinnen. Ah, Oma. Oma, mein Bett war voller Spinnen. William, was schreist du so herum? Oma, mein Bett, das war voller Spinnen. Ach, das waren doch nur ein paar Spinnen. Was schreist du so rum wie ein kleines Baby? Aber ja, wie du willst. Du kannst dabei im Gästezimmer schlafen und morgen werde ich die Putzfrau nochmal hinschicken zum Saubermachen. Das ist eine gute Idee, das Gästezimmer. Komm, beruhig dich. Ich richte dir das Gästezimmer her. Komm, gehen wir. Am nächsten Morgen in der Schule. Das war einfach die schrecklichste Nacht meines Lebens, Leute. Ich habe mich gerade hingelegt. Auf einmal spüre ich etwas bei meinen Zehen. Es waren lauter Spinnen. Ew, ich hasse Spinnen. Oh, du bist so mutig, William. Ich werde durchgedreht. Und das waren sicher, ich weiß nicht, 1000 Stück. 1000 Spinnen waren in deinem Bett? Hast du nicht geschrien? Was? Ich? Natürlich nicht. Ich bin ja ein Mann. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Du bist so mutig, William. Wow. Wenn ich Spinnen sehe, schreie ich immer. Ja, der war sicher nicht mutig. Er hat sicher geschrien wie ein Baby. Nanu, oben ist ja eine Katze. Die Katze soll runterkommen. Ich will Basketball spielen. Hey, Katze, verschwinde. Vielleicht, wenn ich sie mit dem Basketball treffe. Was? Bist du verrückt? Du kannst sie doch nicht mit dem Basketball abschießen. Hä? Ist das Olivia? Warum schreit sie so rum? Was passiert da? Hey, William, warte. Wohin gehst du?
William! Du kannst doch nicht einfach die Katze mit einem Basketball abschießen. Du kannst sie ja verletzen. Oh mein Gott, wirklich, da oben ist ja eine Katze gefangen. Genau, und dieser kleine Junge wollte sie einfach mit dem Basketball abschießen. Aber ich wollte doch nur, dass sie runterkommt. Ich will Basketball spielen. Ach, ja, aber es gibt andere Wege, sie runterzuholen, als sie einfach abzuschießen. Wie sollen wir sie nur runterbekommen? Ich glaube, sie ist stecken geblieben mit der Pfote. Wir müssen die Feuerwehr rufen oder die Polizei. Ach nein, ich weiß schon, wie ich sie runterholen werde. Ich werde einfach raufklettern und ha, und hier bist du schon. Sie kann aber klettern. Warte mal. Das erinnert mich an damals, an meiner Kindheit, wo ich dieses Mädchen im Wald getroffen hat, die die Katze genauso gerettet hat. Sie ist draufgeklettert und hat sie runtergeholt. Kann es sein? Kann es dasselbe Mädchen sein von damals? Und jetzt springen wir runter. Wow, wie du geklettert bist und der Sprung. Ach, das war gar nichts. Es war mir nur wichtig, dass ich die Katze heil runterbringe. Geht es dir gut, Kitty? Miau, miau. Komm, du bist frei, du kannst gehen. Oh, schau, sie will nicht von dir gehen. Sie ist dir so dankbar. Miau, miau, miau. Miau, miau. Sie ist anscheinend glücklich, wieder in der Freiheit zu sein. Hey, Olivia, ich wusste gar nicht, dass du so tierfreundlich bist. Das ist echt nett von dir, dass du ihr geholfen hast. Danke, William. Oh, es ist schon so spät. Ich muss los. Nanu, warum musste sie denn so schnell weg? Aber ich frage mich, ob sie wirklich das Mädchen von damals ist, aus meiner Kindheit. Ich bin wieder da zum Putzen. Wo soll ich heute sauber machen? Oh, hallo, Olivia. Ja, bitte mach das Zimmer von meinem Enkel sauber. Anscheinend war in seinem Bett lauter Spinnen. Das wäre so nett von dir. Oh Mann, woher kommen wohl diese Spinnen? Ich mach sofort alles sauber. Vielleicht bin ich wirklich zu weit gegangen mit diesem Streich. Ich werde wirklich alles sauber machen, so wie es sich gehört. Ich habe nämlich schon wirklich ein schlechtes Gewissen. So, das Bett ansprühen, damit alle Tiere verschwinden. Und jetzt habe ich sie weggewischt. Und jetzt hat William wieder ein spinnenfreies Bett. Hallo Oma, ich bin wieder da von der Schule. Was machst du denn? Oh William, du bist ja schon wieder zu Hause. Ich habe gute Neuigkeiten. Die Putzfrau vernichtet gerade alle Spinnen aus deinem Zimmer. Oh echt, wirklich? Ja, da muss ich mich gleich bei ihr bedanken gehen. Oh nein, das ist William. Wo muss ich mir nur hin? Oh, ich verstecke mich im Badezimmer. Oh Miss, vielen Dank, dass Sie mein... Warte mal. Hä? Schon wieder ist die Putzfrau nicht da. Oh, schnell, wo verstecke ich mich nur? Oh, ich verstecke mich hier. Hä, aber Oma hat doch gesagt, sie ist hier. Vielleicht hat sich Oma geirrt. Sie ist auch schon etwas älter. Oh, ich freue mich schon auf mein Bad. Ich habe nämlich vor, jetzt ein Bad zu nehmen. Ein entspannendes, schönes, heißes Bad. Oh nein, er geht baden? So, jetzt habe ich mich ausgezogen und ab ins Wasser. Ah, ist das angenehm. Was soll ich nur tun? Wird er mich im Badezimmer sehen? Was wird er denken, dass ich ihn beim Baden beobachte? Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch die nächste Episode an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Story bis jetzt gefallen. Falls sie euch gefallen hat, bitte zeigt uns das, indem ihr dem Video einen Daumen hoch gibt, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und jetzt bedanke ich mich noch bei netten Menschen, die immer liebe Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel Eldina Schaller, Naya Loves Fußball, Selina Seemann und Im2168. Vielen Dank für eure lieben Kommentare. Und wenn ihr auch mal in dem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einen netten Kommentar und mit etwas Glück kommt ihr in mein nächstes Video. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.